Auch im Jahre 2019 mahlten die Mühlen der Justiz unermüdlich. Verkehrsminister Scheuer bekam von dem EuGH ordentlich auf die Mütze, das OLG Köln zeigte gegenüber Dopingsündern keine Gnade und das OLG Karlsruhe hatte sich mit Beziehungsproblemen zu beschäftigen. Neben einer Reihe von Urteilen ernsthafter Art musste die Justiz sich aber auch mit Sexspielzeug befassen, das in dem Unterleib einer Frau vergessen wurde. Heute schauen wir uns die Top 4 Urteile aus dem Jahre 2019 an. Platz 4 geht an das OLG Karlsruhe, das sich in einem sehr unschönen Kontext mit der Frage beschäftigen musste, ob ein Beziehungsabbruch ein empfindliches Übel sei. Der Täter hatte auf Facebook ein Fake-Profil angelegt und über dieses eine Online-Beziehung zu dem späteren weiblichen Opfer aufgebaut. Bei einem persönlichen Treffen drohte er dem Opfer an, der vermeintliche Partner würde die Beziehung beenden, wenn sie nicht mit ihm sexuell verkehren würde, was sie daraufhin auch tat. Die Frage ist nun, ob dies eine sexuelle Nötigung ist. Wie hättest du entschieden? Klicke jetzt sofort oben rechts, um an der Abstimmung teilzunehmen. Deine Stimme zählt. Die Strafbarkeit hängt davon ab, ob der Täter ein empfindliches Übel angedroht hat. Das ist nur dann der Fall, wenn das angekündigte Übel, der Beziehungsabbruch, so erheblich ist, dass es den Bedrohten im Sinne des Täterverlangs motivieren kann. Das OLG hat tatsächlich den angedrohten Beziehungsabbruch als empfindliches Übel eingeordnet und hat dies insbesondere damit begründet, dass es hinreichende Anhaltspunkte dafür gab, dass die fingierte Beziehung für das Opfer einen ganz erheblichen emotionalen Stellenwert hatte. Die Entscheidung verdient deshalb besonderes Augenmerk, weil der BGH in einem ähnlichen Fall anders entschieden hat. Die Entscheidung des OLG ist durchaus problematisch, weil nicht, wie sonst, auf einen besonderen Durchschnittsmenschen, sondern auf den Opferhorizont abgestellt wird. Es droht eine unzulässige Verschleifung der Tatbestandsmerkmale. Platz 3 hat sich ob ihrer Kuriosität eine Amtsgerichtsentscheidung gesichert. Mann und Frau trafen sich in einem Hotel. Und was tun Mann und Frau in einer solchen Situation? Vielleicht Karten spielen? In unserem Fall haben sie aber zu erwachsenen Sachen gemacht und ein Hilfsmittel hinzugezogen, nämlich einen Dilatator. Ich zitiere Wikipedia. Ein Dilatator ist ein medizinisches Gerät zum Weiten von Körperöffnungen. Tja, der Mann hat nach Verwendung dieses Geräts allerdings vergessen, es wieder zu entfernen und so verblieb es in der Partnerin, die es vorerst aber gar nicht bemerkte. Jedoch litt sie später fürchterliche Schmerzen, was daran lag, dass das Gerät in ihre Eingeweide hochwanderte. Wenn es nicht rechtzeitig entfernt worden wäre, hätte es sogar zum Tod der Frau kommen können. Glücklicherweise wurde sie rechtzeitig operiert. Was meint ihr? Strafbarkeit des Mannes wegen gefährlicher Körperverletzung? Oben rechts könnt ihr wieder abstimmen. Da ich das Urteil leider nicht vorliegen habe, kann ich nur wiedergeben, was der Gerichtssprecher verlauten ließ. Und zwar gab dieser an, der Mann wäre freigesprochen worden, weil das Gericht davon ausging, dass der Einsatz des Sexspielzeugs freiwillig gewesen sei und die Frau entsprechend davon gewusst habe. Gemeint ist damit wohl eine rechtfertigende Einwilligung. Was das Einführen des Dilatators angeht, liegt das Amtsgericht sicher richtig. Allerdings dürfte der Schwerpunkt der Vorwerfbarkeit vielmehr in einem Unterlassen liegen, also darin, dass der Mann das Liebesspielzeug nicht wieder entnahm. Diesbezüglich lag aber sicher keine Einwilligung vor. Trotzdem würde auch eine gefährliche Körperverletzung durch Unterlassen scheitern. Sofern man eine Garantenstellung annähme, wäre der im Anschluss zu prüfende Vorsatz zu verneinen. Der Mann hat das Spielzeug ja nur versehentlich nicht wieder entfernt. Dann läge aber immer noch eine fahrlässige Körperverletzung nahe. Vielleicht lag diesbezüglich aber kein Strafantrag vor. Obgleich die Begründung des Gerichtssprechers etwas verwundert, wollen wir das Urteil mal nicht weiter hinterfragen und kommen zu Platz 2. Dieser führt uns zum Boxsport. 2016 hatte der ehemalige Profi-Box-Weltmeister Felix Sturm im Kampf um die Weltmeisterschaft der World Boxing Association im Supermittelgewicht
den Russen Jodor Schudinor besiegt. Allerdings stellte sich später heraus, dass Sturm gedopt war. Rund 2 Monate vorher war das Anti-Doping-Gesetz in Kraft getreten, sodass bereits hieraus eine Strafbarkeit folgte. Zudem hatte das OLG Köln aber noch über die Strafbarkeit wegen Körperverletzung zu befinden. Erneut dürfte über die, wie ich finde, juristisch sehr interessante Frage abstimmen. Grundsätzlich wird durch die Teilnahme an einem Boxkampf schlüssig, also konkludent, die Einwilligung in Körperverletzung erteilt. Allerdings erstreckt sich die Einwilligung nur auf Verletzungen, die bei regelkonformem Verhalten des Gegners üblich und zu erwarten sind. Das OLG entschied, dass Doping als schwere Missachtung der anerkannten Sport- und Wettkampfregeln, die der Gegner nicht zu erwarten braucht, der wirksamen Einwilligung entgegensteht. Folglich hat sich der gute Felix Sturm auch wegen Körperverletzung strafbar gemacht. Insbesondere wurde das besondere öffentliche Verfolgungsinteresse bejaht. Auf Platz 1 ist natürlich unser Verkehrsminister Scheuer mit seiner Pkw-Maut bzw. Infrastrukturabgabe. Jeder wird wahrscheinlich mitbekommen haben, dass der EuGH diesem Projekt ein krachendes Ende bereitet hat. Nach Ansicht des EuGH verstößt die Infrastrukturabgabe in Kombination mit der Steuerermäßigung für in Deutschland zugelassene Fahrzeuge nämlich gegen das allgemeine Diskriminierungsverbot sowie die Warenverkehrs- und die Dienstleistungsfreiheit. Deswegen sparen wir uns die Abstimmung und zertrümmern stattdessen jetzt simultan den Like-Button. Wer sich das Urteil des EuGH etwa als gute Nachtliteratur gegönnt hat, wird sich sicher wundern, wie Scheuer und im Übrigen auch die Kommission ernsthaft davon ausgegangen sind, dass die Pkw-Maut mit Unionsrecht vereinbar sei. Die wirtschaftliche Last für die Nutzung der Bundesfernstraßen würde de facto nur auf den Haltern und Fahrern von in einem anderen Mitgliedstaat als Deutschland zugelassenen Fahrzeugen ruhen. Die Steuermäßigung für in Deutschland zugelassene Fahrzeuge sollte nämlich am selben Tag wie die Pkw-Maut wirksam werden und entsprach exakt dem Betrag der Infrastrukturabgabe. Natürlich ist das eine mittelbare Diskriminierung, die auch unionsrechtlich nicht zu rechtfertigen ist, weil sie in Wahrheit nur die Halter und Fahrer von den anderen Mitgliedstaaten zugelassenen Fahrzeugen belasten will. Kleiner Funfact am Rande: Der Generalanwalt hatte in seinem Votum die Pkw-Maut für unionsrechtskonform befunden. Der EuGH fand seine Argumentation aber offenbar so schlecht, dass er sich in seiner Entscheidung mit der Meinung des Generalanwalts nicht einmal im Ansatz beschäftigt hat. Was haben wir also in diesem Video gelernt? Zuvörderst, dass das OLG Karlsruhe sich in Widerspruch zu der Rechtsprechung des BGH setzt und im Einzelfall einen Beziehungsabbruch als empfindliches Übel ansieht. Weiter ist es nach Ansicht des Amtsgerichts wohl straflos, ein Dilatator in einer Frau zu vergessen. Außerdem droht dem dopenden Kampfsportler nicht nur eine Strafbarkeit aus dem Anti-Doping-Gesetz, sondern auch wegen Körperverletzung. Schließlich wissen wir nun auch, dass der EuGH sich nicht von Scheuer lumpen lässt und nicht zögert, ihm eine Juristenschelle zu geben, auch wenn dies dem Bund teuer zu stehen kommen könnte. Liken, abonnieren, Glocke aktivieren. Bis demnächst.